einem Leben. Das oh ja. Ist es. Kennt ihr Majd Adin gut? Besser als die meisten. Er scheint mir ein wenig zu rechtschaffen. Ist ihm das Gesetz wirklich so wichtig? Was glaubt ihr? Ich glaube, er verbirgt etwas. Und ihr werdet mir davon erzählen. Es ist ein Deckmantel. Männer wie wir sollen Angst verbreiten. Den Leuten das Fürchten beibringen. Die, die er tötet, sind keine Verbrecher. Aber gefährlich sind sie allemal. Gefährlich für wen? Für seine Pläne. Ihre Pläne. Ja, er spricht von anderen, mit denen er zusammenarbeitet. Für die Templer. Arbeitet. Ich weiß es nicht. Aber sie brauchen diese Stadt. Sie zu kontrollieren bedeutet ihnen viel. Warum? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Geht zu einer seiner Hinrichtungen. Dort ist er am gesprächigsten, wenn er sich ans Volk wendet. Die Hände voller Blut. Dann sind wir fertig. Ups. Jetzt heißt es nur schnell weg hier. Majd al-Adin regiert Jerusalem. Ach verdammt, ich hab's nicht mehr gelesen. Durch seine Angst, durch die Verbreitung der Angst. Ich hab's nicht mehr ganz lesen können, da war ich etwas durcheinander. Nein, wir nehmen keine. Ja, wir nehmen Spenden vielleicht nicht an, aber naja gut. Geht schnell! Ach, Ruhe! Mir ist alles erlaubt. Auf jeden Fall zwei. Oh, zwei sogar. Das ist natürlich gefährlich hier. Vier von sechs Aussichtspunkten. Ich muss sagen, ich sehe die Leute ja über tot hier. Komm, Alter, hier, renn! Und weg! Und... Nicht übel. Na? Nicht übel. Danke. Oh, Jerusalem-Kreuz eingesammelt. Eins von 100. Das ist nicht gerade wenig. Gut, aber es geht weiter. Zu nah für Taschendiebstahl. Was? Oh, das wollte ich gar nicht. Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute. Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Majd Adin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salah Adins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt, gehen wir an die Arbeit. Ja, geht an die Arbeit. Na los. Wollt ihr etwas? So schnell geht's. Karte mit der genauen Position der Hinrichtungsstätte. Nachforschungen sind eigentlich beendet. Egal. Meine persönlichen Nachforschungen allerdings noch nicht. Gut, wir befreien mal den Bürger hier. Dann hören wir uns noch das Gespräch an, natürlich. Du ein paar Münzen für meine Kinder, bitte. Hier gibt es Tote und keine Münzen. Na dann los, kommt. Nummer uno. Einer muss immer der Erste sein.
So, damit hätten wir dich auch wieder gekriegt. Oh, das war knapp. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Kein Problem. 4 von 8 Bürger gerettet. Ebenfalls im Armviertel. Sehr gut. Alter, hier. Ich sollte einen Kontakt in der Nähe treffen, aber die Wachen haben mich im Auge. Sobald ich aufbreche, greifen sie an und schlagen mich in die Flucht. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Wärt ihr bereit, mir sicheres Geleit zu geben? Okay, eskortieren Sie den Informanten sicher zum Ziel. Wie lang ist das Ziel denn? Oh, ach, naja, das geht eigentlich, ne? Schauen wir mal. Ich bin zwar nicht dafür gedacht, aber... Information braucht man immer. Haltet Sie mir vom Leib! Falscher Mann! Ah, ja, ist ja gut. Das ist sich aber auch gar nicht selber wert. Das ist schon echt arm. Los, weiter. Der könnte ja jedenfalls mal ein Schwert ziehen und dann laufen, aber nein. Wir müssen Babysitter spielen. So, na? Wo bleiben die Nächsten? Das ist viel zu ruhig. Oh, achso, der geht da dran. Okay. Euer Leben ist verwirrt. Hallo, es kommt. Nein. Und das Spiel beginnt von vorne. Ja, da haben wir gleich den nächsten. Ihr gebt erst auf, wenn ich sage, dass ihr aufgebt. Okay, ihr gebt auf. Was? Nur weil ich ihn aus Versehen angerempelt habe, ich glaube es ja nicht. Kommt mit, los. Hey. Mitkommen. Ungläubige! Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Alter, ihr! Jetzt helft mir! Ah. Was zur Hölle? Ich glaub's nicht. Also manchmal ist man einfach... Manchmal ist entweder die Steuerung zu blöd oder man ist selbst einfach zu blöd, dass die Kamera richtig ausgerichtet wird und man den töten kann, den man töten will. Los jetzt, mitkommen. Warum habt ihr mich verlassen? Ich habe solchen Was? Ein bisschen Geld, bitte. Ach, das ist jetzt nicht euer Ernst, weil ich ein bisschen weiter mich von euch entfernt habe. Ich glaub es nicht. Meine Güte, ich glaube es nicht. Weil man ein bisschen davon denen weggegangen ist. Das ist ja schon fast etwas sehr grauenvoll, dass die KI wirklich so empfindlich ist. Man ist nur ein Stückchen vorausgegangen und sowas. Traurig, traurig! Würde ich da eigentlich zu sagen. Ach, Alter, ihr. Traurig, traurig. Das ist echt so... Traurig. Kurz gesagt. Aber gut, das können wir ja gleich nochmal machen. Ja, müssen wir ja. Also, müssen wir nicht machen. Also dann. 5 von 6. Wunderbar. Gut, wir schauen mal gerade. Ja, natürlich, das hier ist auch noch einer von den Punkten, die wir hier als einziges noch haben. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Bürger, einen Aussichtspunkt und hier 2 Herausforderungen.
Dann machen wir doch erstmal noch hier den Aussichtspunkt und schauen dann weiter. Irgendwie kriegen wir das hier schon aufgeräumt. Irgendwie geht das ja immer. Und war. Wenn der nicht schön war. Okay, na dann, fangen wir an. Wenn das nicht mal hier ein schöner Kampf ist. Na los, da war doch noch einer, oder? Der schönste Kampf, den ich seit langem gemacht habe. Der schönste Kampf, den ich seit langem gemacht habe. In Ordnung. Los, weiter. Wo man hier nochmal entdeckt wird. Was wahrscheinlich auch noch passieren würde, wenn man nicht aufpasst. War ich hier nicht eben gerade schon mal? Oder gibt es hier mehrere Standorte von solchen Gebäuden? Ach, weh. Ich hab nichts getan. Ja, ich hab nichts getan. Ich bin noch schon weg. Alle Aussichtspunkte im Abendviertel gemacht. Wunderbar. Was? Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Gut, dass ich mich sowieso hier draufsetzen muss. Wo sind denn die Leute eigentlich, die hier sein müssten? Ah. Zuhören. Es tut mir leid, Ahmad. Sie kamen ohne Vorwarnung. Mein Sohn? Sie haben meinen Sohn? Was wird mit ihm geschehen? Wir taten, was wir konnten. Was wird mit ihm geschehen? Er wird hingerichtet. Heute. Nein. Das erlaube ich nicht. Aber was können wir tun? Majdadin nimmt keine Gnadengesuche entgegen. Mit Gottes Willen lässt sich nicht feilschen. Das ist nicht Gottes Wille. Es ist Wahnsinn. Ich werde selbst zu ihm gehen. Wo ist er? Er wird der Hinrichtung beiwohnen, sie sogar durchführen. Er genießt solche Schauspiele. Ein wahrlich böser Mann. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Majdadin führt heute eine Hinrichtung durch. Ja, das haben wir schon von mehreren Menschen gehört. Aber es ist so wichtig, dass wir es auch etwas hören müssen. Also wird er heute bei seiner eigenen Hinrichtung hingerichtet. Und zwar um des Volkes Willen. Denn hier in diesem Armviertel ist er ein Mensch, der nur Böses tut. Na dann greif mich doch an. Mein Leben ist noch lange nicht verwirkt. Mein Leben ist noch lebenswert. Denn ich erwische jeden von euch. Oh, ein Templer! Na halli, hallöchen! Also, das war doch schön gemacht. Das war doch ganz schön gemacht, die Ecke. Gut, dann versuchen wir auch jetzt mal wieder ein paar Attentate durchzuführen. Schauen wir mal, wie schwierig die sind. Ich kann mit euch wetten, dass die nicht gerade einfach werden. Und wie gesagt, das Spiel wird halt auch immer schwerer. Komm schon weg. Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Ihr wieder, Großmeister? Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss zwei von Majid Adins Leuten töten, aber ohne Kampf. Würdet ihr mir den Weg zeigen?
Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Natürlich können wir das. Na, dann los geht's. Ich bin arm und krank und hungrig. Nein, ihr versteht es nicht. Ich flehe euch. Ja, nein. Ich habe nichts getan. Ich war's nicht. Ich habe das nämlich gerade noch gehört, dass wer gesagt hat. Jetzt habe ich ihn gerade auch noch aus Versehen einen Passanten gegriffen gehabt. Ah, verdammt, die würden mich auf jeden Fall sehen. Und jetzt heißt es, weg! Weg hier, weg hier, weg hier!